So Leute, weiter geht's. Aus dem Hähnchen-Curry-Topf ist ein Puten-Curry-Topf geworden. Ja, uns hat die Putenbrust einfach viel besser gefallen. Darum haben wir eine Putenbrust mitgenommen. Ich war mit dem Peter beim Einkaufen, beim Shoppen und wir gehen gleich dann über. Der Peter hat sich freiwillig angeboten, noch das Grillgitter zu schrubben. Ich hab's auch eingesaut, dann mach ich's auch selber. Ja, und sobald das erledigt ist, sehen wir uns drüben mit den Zutaten. So, Freunde, jetzt muss ich noch mal was zu dem Rezept dazu sagen. Ursprünglich ist es ein Rezept, oder sollte es ein Rezept sein von einer Hühnersuppe. Und ja, ich habe das jetzt einfach komplett abgewandelt. Das hat mir der Christoph zugeschickt. Christoph, keine Panik. Es kann leichtsam sein, dass ich diese Hühnersuppe auch noch mache, so wie du mir das geschickt hast. Aber heute machen wir es eben jetzt so. Gut, was haben wir? Wir haben einen Lauch. Ja, Frühlingszwiebeln wollte ich ursprünglich kaufen, hat es keine gegeben. Nehmen wir einen Lauch. Dann zwei Becherchen Schmand. Ein Kilo Puttenbrust. Würzen tun wir das mit Caribbean Spice von der Grillshow. Dann, weil es ja immer besser wird mit Bacon, habe ich hier noch ein Bacon in Streifen. Dann meine gute Fertigbrühe. Ja, ich habe kein Geflügel vor mir da gehabt. Nehmen wir die Brühe hier. Das tut es genauso. Sehr lecker. An Emmentaler haben wir noch. Den tun wir ganz zum Schluss drüber. Und den Schmand habe ich, glaube ich, schon gesagt. Ja, gut. Mit was kommst du jetzt hier an? Micha, das wird ja Curry. Und ich kipp's jetzt nicht. Und ich würde einfach sagen, wir schmeißen da noch ein bisschen Ananas mit rein. Okay. Aber nicht nur die Stücke, sondern auch den Saft. Das können wir machen. Gut, dann schneiden wir jetzt den Porree, oder wie sagt man? Ja, Lauch. Ja, oder den Lauch klein, tun in die Schale, tun die Putenbrust klein schnibbeln, die tun wir gleich ein bisschen vorwürzen und dann gehen wir mit dem ganzen Graffel inklusive ein bisschen Öl zum Anbrutzeln raus in die Krikotta. Attacke. So, was soll ich schneiden? So, Fleisch geschnibbelt und ein bisschen vorgewürzt. Der Peter schnippelt hier gerade noch den Lauch. Geteilte Arbeit ist halbe Arbeit, wie es immer so schön heißt. So ist es. Ja, und dann können wir schon alles packen und rausgehen. Das machst du richtig schön. Dankeschön, Dankeschön. Du hast aber schon was. Schneid doch den Knoblauch auch noch klein. Den donnern wir noch mit dazu. Den Knoblauch kriegen wir auch noch klein. Wunderbar. So Leute, wir sind draußen. Es geht weiter. So, jetzt mal ein paar Kohlen dann noch auffüllen, anfeuern. Japs, was nehme ich da Schönes? Was kommt hier raus? Oh. Oder Ruck, die guten Kokoko-Grillkohlen von McBriquette. Brennen lange, die sind schön heiß und sind genau richtig für unsere Bedürfnisse. Jawohl. Du schaust so schöne Grillhandschuhe, Micha. Was, Grillhandschuhe? Das sind meine Werkstatt-Handschuhe normalerweise. Die habe ich sogar bei mir im Betrieb. Mhm. Hat mir der Kollege bestellt. Deswegen habe ich ja jetzt immer halbwegs saubere Hände. Doch, wenn das stört, du wäschst ja deine Hände. Ist ja jetzt nicht so, dass du sauber wärst. Aber ich finde es einfach bloß gut, dass ich es jetzt doch einmal halbwegs in den Griff bekommen habe. Ich habe halt wirklich fast den ganzen Tag im Betrieb solche blöden Gummihandschuhe an. Aber es hilft ja nichts. So, ich glaube, jetzt reichen sie erst einmal, nachlegen können wir immer noch. Ja, Micha, und was machen wir jetzt? Wir machen jetzt, ja, das ist eine gute Frage, ich habe immer noch keinen Namen dafür, einen Puttencurry-Topf. Ja, aber der wird lecker. Das, mit den Zutaten weiß ich jetzt schon, dass der geil wird. Von der Hühnersuppen-Idee oder ein vorgelegtes Rezept, was mir Zuschauer geschickt hat.
bin ich halt auf die, jetzt auf den Putentopf gekommen. Putencurrytopf. Ja. Ich sag, das kann doch gut werden. Ja, bestimmt. Ja, und für meine Leute hier in der Cam, warum habe ich das jetzt alles gesagt? Weil der Beda wieder mit seinem Handy gefilmt hat. Ja, weil er es vergessen hat. Jo, seine Cam zum Laden. Scheiße. So. Eine Red Bull in Ehren kann niemand verwehren. Jo, hau rein. Gut, Leute, wir lassen anfeuern, anglühen. Anglühen, ja, anbrennen. Ja. Und wenn wir einen Topf dann draufstellen, schalte ich die Cam wieder ein. Manche tun angrillen, wir tun anglühen. So, Leute. Ja, ganz durchgeglüht sind es noch nicht, aber wie gesagt, von unten, der Zug ist hier so gigantisch, dass ich da jetzt kein Problem drin sehe, den Topf hier draufzustellen. Ja, die Kohlen sind etwas höher. Tun wir gleich Öl rein. Und dann, wenn es schön heiß ist, brennen wir unser Fleisch an. Oder Peter, was meinst du dazu? Genau so machen wir das. Wir warten nämlich jetzt nicht auf die Kohle, weil wir alle Hunger haben. Ja, so ungefähr. Nö, das passt schon. Zwei Minütchen oder so und dann können wir die Fleisch anbraten. Mal sagen, braten wir unsere Pute an. Schön anbrutzeln und dann kommen ja, die weiteren Zutaten hinzu. So, ja, bevor ich es vergesse, den Bacon können wir natürlich auch gleich noch mit reinhauen. Bacon macht alles besser. Ja. Schön anbraten, zwischendurch umrühren, anbraten. Ja, und dann sehen wir uns wieder. Oder ihr, den Topf zumindest hier. Leute, Schatzi macht mal gerade Vorhaltungen. Wo sie halt einfach jetzt die Backe, ich gehe ja schon. Nein, wir haben es hier sehr lustig. Sie hat recht. Haut zuerst den Bacon rein und dann den Rest. Also das wäre eigentlich jetzt die sinnvollere Reihenfolge gewesen. Gut, Schatzi, kochst uns dann Nudeln. Oh. Lecker Bandnudeln. Oh, oh. Also, ihr wisst Bescheid, es gibt nachher noch Bandnudeln dazu. Aber das seht ihr ja alles noch. Ja, ganz so die Farbe, wie wir eigentlich gewollt hätten, haben wir jetzt nicht zusammengebracht. Wir hätten, oder wir könnten jetzt noch ein bisschen wieder was rausholen und bloß die Hälfte brutzeln, aber wir hauen jetzt einfach noch ein bisschen was von den Caribbean Spice hinein. Und dann wird es eher ein bisschen gelber. Und nachher, wenn ganz am Schluss der Schmand mit drin ist, da sieht man von der Farbe eh nicht mehr viel. Mal gleich unser Gemüse mit hinein, sprich unseren Lauch. So Peter, du brauchst da jetzt gar nicht filmen. Die Ananas war deine Idee, das ist dein Part. Ja, die Ananas können wir jetzt auch gleich noch mit einhauen. Ja. Hier so. Ich bin gemein, gell? Naja, das Leben in der Lage. Ich krieg das hin. So, und die Ananas habe ich gesagt, machen wir schön mit Soße, mit allem. Zack. Jawohl. So. Und den Schmand und die Brühe, die würde ich sagen, packen wir erst später mit an. Brühe täte ich vielleicht gleich ein bisschen was mit hinein. Auf alle Fälle. Ja, dann mach ein bisschen. Aber der Schmand kommt ganz zum Schluss rein. Genau. Und der Käse. Aber ein bisschen Brühe auf alle Fälle. Viel werden wir da heute gar nicht brauchen. Ein bisschen noch, ein paar Tröpfchen. Ja, perfekt. Jetzt feuerfrei. Deckel drauf.
und vor sich hinschmuggeln lassen. Wie lange? Halbe, dreiviertel Stunde? So, ja, werden wir das jetzt so stehen lassen. Und dann kann man den Deckel aufmachen, schauen rein und entscheiden dann, ob wir die restlichen Zutaten dazu tun. Und da das ja ein Grillkotter-Video ist, gehört ja Spaß haben und ein bisschen feiern und Party machen auch mit dazu. Und da der Peter heute hier nächtigen darf. Ja, nehme ich fahren muss. 300 Kilometer. Ja. Aber die 300 Kilometer bin ich echt gern gefahren. Machen wir das Jackie-Fläschchen auf, was ich geschenkt bekommen habe. Und dann gibt es erstmal einen leckeren Jackie-Cola. Doch, ich sehe schon wieder die doofen Kommentare. Jetzt saufen die im Video. Ein Schluck in Ehren kann niemand verwehren. Richtig. Genau deswegen nehmen wir unser Schlückchen. So ist's. Leider habe ich jetzt bloß eben die Plastikbecher da, weil da war jetzt jeder zu faul zum Laufen, um Gläser zu holen. Aber lieber Plastikbecher als gar keine Becher. Aber Micha, das riecht jetzt schon geil. Das Essen? Ja. Mhm. Ich finde. Oh ja. Jo. Warte, ich komme ein Stück rum. Jo. Moment, stell mal Kämme um. So. Jabba. Jabba, da war du. Micha, mein Lieber. Und dann würde ich mal sagen, trinken wir mal auf die vielen fleißigen Zuschauer. So machen wir das. Auf euch. Auf euch. Und Rösterchen. Dankeschön, dass ich da sein darf. Ja, muss man ja sagen. Ich bin doch froh, wenn Besuch da ist. Freue ich mich. Also, Prost. Ah. Auf den McDutch, der nicht da ist. McAllister. Mann. Mit Tofu. Ja, das ist... Ja, selber schuld. Wir haben echt noch gehofft, du kommst wirklich noch vorbei und verarschst uns. Noch. Ja. Nix war. Pech gehabt. Mhm. Genauso der Philipp. Ja, Philipp. Mhm. Also... Jetzt aber, Prost! Ja. So ein Jackie kann was. Ja, Jackie wunderbar. Was. Und Philipp, den Wodka, was wir für dich auf die Seite gestellt haben. Steht auf der Seite. Genau. Und Jungs, ich sage euch noch eins. McDutch und Philipp, das riecht hier schon. Wir wissen, was wir später schönes essen. Mhm. Ganz das genau. Kann nur geil werden. So wie das riecht, kann es nur geil werden. Ja. Gut, weiter geht's dann, wenn wir das Töpfchen wieder aufmachen. No. Ah, noch was. Oh, eine Neuerung in der Cola. Ja. Ich habe mir jetzt tatsächlich so einen kleinen Mülleimer für hierher gekauft. Da ist ja schon was drin. Meine Schokoladenpackung. Oh, Schokolade. Ja. Okay, Leute, aber jetzt weiter ernsthaft dann mit dem normalen Video. So, Freunde, circa 20, 25 Minuten später, naja, vielleicht war es auch eine halbe Stunde, ich habe nicht so genau auf die Uhr geschaut. Gucken wir mal in das Töpfle rein. Oh, da geht der Panga. Ja. Das ist geil. Sieht das geil aus oder sieht das geil aus? Ja, vor allem der Geruch, der hier rauskommt. Also das Caribbean Spice, oder? Caribbean Spice, ja. Von der Grillshow, also ja. Ich glaube, da haben wir genau die richtige Gewürzwahl getroffen. Also das sieht sehr gut aus. Im Prinzip müssen wir jetzt nur noch warten, bis Schatzi mit den Nudeln kommt. Dann können wir an Schmand und den Käse mit hineinwuchten. Und danach können wir innerhalb von 5 Minuten maximal essen. So Leute, Schatzi war vorher da, hat gesagt, die Nudeln sind gleich fertig. Dann würde ich mal sagen, ja, oh, erstmal den Deckel ein bisschen abtropfen und rein mit dem Schmarrn, mit dem Schmand. Einmal Schmand. Hier haben wir einen Löffel. Löffel. Einen Löffel. Ein Löffel.
ein Löffel. Man könnte es jetzt noch mit ein bisschen Mehl oder einer Mehlschwitze eindicken. Aber ich glaube, das sparen wir uns. Das glaube ich, ja. Rührst du das kurz nach? Ja, freilich. Na, dann durchklickst. Das zweite noch mit dran? Ja, freilich, rein komm, mit dem Zeug. Komm, da machen wir den auch noch mit dran. Ah ja, da wird es einfach schlundsicher. Vorsicht! Oh, da klopft jemand. Hallihallo, mein Schatz. Ah, wir haben Stammball bekommen. Oder wir rühren den Käse einfach mit ein. Das können wir auch machen. Das können wir auch machen, gell? Und dann dieser. Wird ein bisschen käsig. Ein bisschen käsiger. Joho. So, wild wird sich. Schlag's dann. Ach, es gibt doch nicht zu wenig Käse. Soll ich dir was tun? Hast du Lust oder doch? Ja, jetzt kommen wir langsam zu der Konsistenz, die wir möchten. Oh ja. Das sieht gut aus. Das schaut doch. Ist jetzt fertig? Ja, mein Schatz, es ist fertig. Jetzt brauche ich die Blubber am Teller. Die kriegst du. Aber jetzt noch ein paar Nüdelchen gleich drauf. Dann kann ich nämlich gleich schnabulieren. Aha. Ja. Ich muss jetzt doch das Papiererchen machen. So. Du kannst einfach rausnehmen, du brauchst nicht selektieren. Das ist noch dein Anblick. Dankeschön. So, ja, das ist dein schönes Foto. Mein schönes Video, meinst du? Ja, das ist ein schönes Bild. Mein schöner Videoteller wird das. Ja. So, bräuchte ich noch Besteck und dann könnte ich dann gleich noch probieren. So, Leute. Ja. Genau so muss es aussehen. Schon das Probiererchen. Erstmal bloß Süßchen. Mhm. Oh, das hat eine schöne Süße gegeben. Mit der Ananas drin. Dann mit dem Peter zusammen dann noch das Fazit. Oder Peter? Natürlich. Der ist gerade mit dem Handy beschäftigt. Ja. So Leute, bevor wir jetzt dann zum Fazit kommen, möchte ich euch das hier noch zeigen. Also wir haben hier ein richtig schönes Feuerchen. Vorher waren die Flammen wirklich bis hier oben rein. Da hat man am Peter durch das, ja, hier durch gar nicht mehr gesehen, weil die Flammen so hoch waren. Ja.
Und ich muss euch sagen, werd wieder scharf. Hallo. Jetzt. Der CO-Melder 000. Also funktioniert hervorragend. Jetzt hat der Abzug. Mhm. So, aber jetzt hole ich mir dann den B darüber oder ich hocke mich zu ihm rüber und dann sprechen wir noch unser Fazit. Fang an mit dem Fazit. Also es war wirklich super lecker. Fitzelchen mehr Salz. Ja. Aber, gib mir mal die Dose bitte. Schatzi. Was für eine? Die Salzdose. Auch da haben wir Abhilfe gefunden. Ja. Für den wir einfach nachgesalzt haben. So ist es. Aber lieber nachsalzen als versalzen. So ist es. Sonst, groß und ganz, würde ich sagen, komplett rundi, stimmige, geile Nummer. Genau. So. Schatz, was sagst du dazu? Sehr lecker. Und noch? Ein bisschen Salz hat gefehlt. Ja. Aber war nicht überwachst. Nein. Auch von den anderen gewachsen. War nicht überwachst. Es war nur das Caribbean Spice drin. War total lecker. Und ja. Die Süße von der Ananas? Ey, brutal geil. Also die Süße ist mal richtig gut rüberkommen. Und es war einfach genial. War eine runde Nummer. Ganz genau. Du? So rund wie mein Bauch jetzt ist. Meiner auch. Ja, Freunde, wir lassen jetzt noch genüsslich den Abend ausklingen. Ich kann es bloß noch mal sagen. Ja. Warum steht der Becher jetzt da drüben? Ja, weil ich da rüber gelaufen bin. Die 14 Meter außer rum. Wie viel Meter? Der rennt irgendwie immer im Kreis hier. Ich war nie gut in Mathe. Nochmal auf euch. Wir machen jetzt noch einen richtig gemütlichen Abend. So ist es. Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Tschaikowski. Tschö mit Öl. Oh, es ist gut.